Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Wir haben erfolgreich mal wieder ein paar Männer aus dem Weg geschafft und nun wird es ruhiger, entspannte Musik. Was wird passieren? Lara muss auch echt schon am Ende der Kräfte sein. Aber sie macht tapfer weiter. Na, großartig. Verdammt! Nein! Ich muss sofort zurück. Ja, wenn ich noch wüsste, wo das war und so. Aber das kriegen wir schon hin. Aber nicht so. Eher so. Oh. Oh. Obwohl, eigentlich können wir ruhig Feuerpfeile nehmen. Ist ja egal. Nummer 1 und Nummer 2. Brennt. Sterben sie? Okay, einer ist tot. Ich glaube, beide sind tot, oder? Es gab auf jeden Fall ein bisschen Erfahrungspunkte. Achtung, die sind am Bier. Ah, super. Feuer, Feuer. Ah, das klingt alles nicht gut. Wo sind sie hin? Einer ist weg schon wieder. Ist bestimmt schon wieder runtergefallen. Wie viel Muni hier rumliegt, ne? Und wir brauchen das irgendwie mal alles gar nicht. Oh. So nicht, Lara. So nicht. Eher so. Okay, brauchen wir alles echt nicht? Okay. Oh. Ich dachte schon. Lara, geh da hoch. Moment, konnte man nicht irgendeine Taste drücken? Ah, das war's. Mir war doch so. Juhu. Oh Gott. Okay, ich kann die Kamera nicht drehen. Es sieht sehr ungesund aus, auf jeden Fall, was es da erwarten wird. Oh. Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Oh, cool. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Wir dürfen mit dem Schnellboot fahren. Ja, klar, bin ich bereit. Los geht's. Muss ich das denn selber steuern? Ich hoffe nicht. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass diese komische Königin da meine Endgegnerin sein wird.
Aber ich denke, so wird es kommen. Okay. Los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Tja, und das war ja wieder mal klar, dass wir alleine das durchziehen müssen und werden. Der Wind sieht sehr interessant aus. Haben wir hier noch irgendwas hinter uns? Geocache freisehen? Und ja, natürlich haben wir diesen einen Geocache nicht mehr gefunden, das war irgendwie klar. Oh, ist das so ein Ding zum Abfackeln? Oder ist das nur Deko? Das wird schwer zu erkennen. Ich glaube, es ist... Ich probiere es einfach raus. Moment. Brennt es? Nicht wirklich. Okay, es ist nur Deko. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen. Moment. Wagen wir uns da mal rein. Es ist ja nichts. Wir müssen es ja sowieso tun. Direkt wird die Musik wieder etwas bedrohlicher. Ach, Lara, was tust du dir da nur schon wieder an? Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Der gute Doktor. Was zur Hölle tust du mit mir? Wer sind diese? Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Humor, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Die Königin! Auf Japanisch. Eure. Mein Bruder! Oh, das war wohl das falsche Wort. Verdammt, das sieht alles nicht gut aus. Okay, da werde ich nicht rüberkommen. Ich glaube, dem geht's auch nicht mehr ganz so gut. Da wartet ebenfalls der Tod auf mich. Tja, dann gibt es ja kaum noch Möglichkeiten, außer hier. Tun wir es. Mhm. Gut gemacht, Lara. Sehr gut gemacht. Verdammt. Ich dachte, sie hakt sich da einfach automatisch ein, aber ich sag's mal so. Huch. Sie hatte keine Lust. Vielleicht sollte es so einfach höher schießen, fällt mir gerade mal auf. Aber okay, so klappt's. Ja, ja, Lara. So schnell kann's halt gehen und schon stürzt man in den Tod. Ich will gar nicht wissen, wie oft sie bei mir schon gestorben ist. Zu oft auf jeden Fall. Mhm. Interessant. Hier geht doch bestimmt noch was, ne? Oh. Hm. Ja, hier geht Abgrund. Ich dachte, da wäre noch kein Abgrund. Dann gehen wir mal rein.
Das sieht sehr gesund die aus hier. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Tja, sehr ausdauernde und loyale Sturmwache. Ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass die Helme aufhaben. Das macht es nicht einfacher. Im Gegenteil. Okay. Wir sind tatsächlich ganz weg. Na dann, können wir erstmal ein bisschen looten. Lara. Dankeschön. Wir können da was looten, aber anscheinend ist es nur der Weg, um durchzukommen. Ja, hier kommen wir wirklich nicht durch. Ich wollte nur mal gucken. Okay, dann schleichen wir uns mal ran. Warum liegen hier eigentlich so viele Knochen und Leichenberge rum? Ich habe keine Ahnung, ich will es auch lieber nicht wissen. Oh. Hey. Okay. Kreisch. Das sind ganz schön viele. Enden die auch mal? Ich glaube, die laufen einfach so weiter. Oh Gott. Oh je. Oh je. Wenn nur einer davon mich sieht, dann war es das. Alles wird gut. Alles wird gut, Lara. Oh Gott. Guck mal, der da. Was machen die? Könnten den nicht töten. Nur die Kleinen drumherum. Was machen die da mit dem? Tüdeln so ein bisschen an ihm rum. Okay. Aber sag jetzt nicht, wir müssen da gleich über alle hinweg balancieren. Oh Gott, so viele. Und wir können sie alle töten. Theoretisch. Praktisch wird das natürlich nichts werden. Ja, wir müssen da wirklich drüber balancieren. Aber erstmal nehme ich das mit. Oh, scheiße. Und da oben sind noch mehr. Okay, tun wir es. Haben sie mich gesehen? Ich glaube nicht, aber sie schreien halt irgendwie immer so laut. Was machen die da eigentlich? Oh Gott. Ach verdammt, hier kommen wir auch gar nicht weiter. Wir müssen sowieso in diese Richtung. Aber ich weiß nicht. Muss ich da jetzt langhangeln? Ich will das nicht. Da bin ich noch nicht so überzeugt von. Dass die Lara noch nicht gesehen haben. Faszinierend. Ich hab Angst. Oh Gott, hoffentlich sehen sie mich nicht. Ich hab da echt kein gutes Gefühl bei. Scheiße. Oh, Lara. Das war zu gewagt. Ach du Scheiße. Oh, verdammt. Das wird niemals gut gehen. Das wird niemals gut gehen. Lalala. Okay, sie lebt noch. Das ist sehr beruhigend zu wissen. Und ich glaube, hier haben wir jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe. Und deswegen muss ich mich jetzt erstmal davon erholen und diese Folge an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.